Florian Silbereisen gab vor der wichtigen Stunde plötzlich bekannt, dass Beatrice Egli schwanger ist. Seit seiner Hochzeit hat Florian Silbereisen viel entdeckt. Das Buch, das Florian Silbereisen verloren hatte, landete irgendwie bei Beatrice Egli. Irgendwie bekam Beatrice Egli ein Bild von ihm am Strand und ein weiteres Schicksalsjahr war 2012. In jenem Jahr erregte die Prophezeiung Weltuntergang. Die ganze Welt und Florian Silbereisen ging damals mit Helene Fischer nach Spanien, ein wunderschönes Land. Und während er auf dem Platz auf Helene Fischer wartete, sah Florian Silbereisen unter diesem weißen Schnee ein Mädchen mit einem zerbrechlichen Körper, das nur einen dünnen Mantel und ein paar zerrissene Schuhe trug. Die Stimmung von Florian Silbereisen war den ganzen Tag über sehr gut, also wollte er sich nicht nur diesen Moment verderben lassen. Also ging er in ein Bekleidungsgeschäft und kaufte dem Mädchen einen warmen Mantel und ein paar schöne Schuhe. Florian Silbereisen hat keine Schwester, aber er wünscht sich unbedingt eine Schwester, um die er sich kümmert und die er liebt. Aber das ist sowieso nur ein Traum. Und als er Helene Fischer traf, galt seine ganze Aufmerksamkeit und Begeisterung Helene Fischer. Aber wenn er auf diese Vergangenheit zurückblickte, konnte Florian Silbereisen nicht anders, als wieder nostalgisch zu werden. Zum ersten Mal ein anderes Mädchen als Helene Fischer zu haben, löste bei Florian Silbereisen ein solches Gefühl der Fürsorge aus und mit einem Herzen des guten Willens wollte Florian Silbereisen diesem Mädchen unbedingt helfen. Nachdem er es gekauft hatte, bat er das Personal, es dem Mädchen zu geben und ging dann direkt zu Helene Fischer. Und das arme Mädchen war so glücklich, als sie es erhielt, dass sie nach den Kontaktinformationen des Mannes fragen wollte, aber das Personal war machtlos, ihr zu helfen. Sie hatte also nur eine Quittung mit der Unterschriftszeile der scharfen Linien eines Fremden. Dieses Geschenk veränderte später das Leben von Beatrice Egli und machte sie zur Besitzerin eines berühmten Modehauses. Aber trotzdem hatte sie den Mann in diesem Jahr nie wieder gesehen. Sie hörte einmal jemanden sagen, dass es im Leben nur ums Hoffen und Warten geht. So glaubt sie, dass Gott ihr ein Wiedersehen irgendwie ermöglichen wird und wenn sie es nicht kann, mit dem täglichen Gebet von Beatrice Egli hoffen, dass der Mann glücklich sein wird. Erst als das Standesamt die Unterschriftszeile mit den Zeilen sah, die sie immer wieder angeschaut hatte, platzte Beatrice Egli plötzlich vor Emotionen.